Hallo und herzlich willkommen zu einer Reaction von dem Snapshot 20W16A. Ein größerer Snapshot ist also wieder rausgekommen für die neueste Version 1.16, genau. Und wir gehen in die Welt, wo ich ja schon das Snapshot Let's Play angefangen habe und ich weiß, was ich tue. So. Es sollten neue Festungen kommen, also reingekommen sein. Und neue Blöcke, zum Beispiel ein Kettenblock. Was ist ein Kettenblock? Ein Block, der wie eine Kette sich entfaltet oder sieht wie eine Kette. Das schauen wir gleich mal. Wie immer, alles ist blind, also ich habe nur die Patch Notes kurz durch geschaut, also nicht mal gelesen. Alles ist blind. Und also kann ich nicht direkt alles sagen. Das können wir dann in einem Part 2 von diesem Snapshot-Bild machen. Also diese Sachen, die kamen letztes Mal. Und irgendwie gibt es einen Bug oder so. Das ist einfach vom Texture-Pack. Das Ding ist 10 Anker und so. Leitstellen ist auch gleich. Also da gibt es auch nichts Neues. Hier gibt es wahrscheinlich etwas Neues. Ne, auch nicht. Wo sind denn diese Blöcke? Haben die das gar nicht ins Kreativ-Inventar eingefügt? Keine Ahnung. Aber ich sehe sie jetzt direkt noch nicht. Joa. Könnten vielleicht hier sein? Nein. Irgendwo in der Mitte. Also ich sehe sie jetzt direkt noch nicht. Vielleicht hier irgendwo in der Mitte. Können wir mal kurz Cat... Chain? Ah, okay. Eine Chain-Dekoration wurde es. Sieht geil aus. Ja, ein bisschen verpixelt. Zu große Pixel. Aber gut, sieht gut aus. Schauen wir gleich nochmal weiter. Also die Bastionen sind dazugekommen. Remnants. Remnants. Wie soll das? Findet man... Es sind 4 separate Bastionen reingekommen. In allen Biomen. Okay, dann müssen wir in eine Richtung wieder fliegen. Gehen wir gleich mal dorthin. Vielleicht finden wir dann auch noch die anderen 9 Blöcke. Jo. Okay, direkt mal in die Richtung. Da haben wir noch nicht so viel gefunden. Erkundigt. Aber hier ist alles zu. Bin mal gespannt, weil das zeigt schon viel Neues, also was so zu lesen ist. Ja, da hätten wir nochmal so ein Blutbiom. Dann steht das. Crimson Forest, okay. The Crimson Forest. Also jetzt sollten irgendwo überall Bastione sein. Ah, das ist ein neues Biom wieder, vom letzten Snapshot. Nein, das ist das vom vorletzten Snapshot. Ja. Und Gas finden wir. So, aufs erste findet man die nicht. Also das ist das Soul Sand Volley, also das vom vorletzten Snapshot oder vom vorletzten Snapshot. Und das ist Warped Forest. Okay. Ja, mit diesem schon ein bisschen im Kopf. Wie sie heißen. Aber jetzt eine neue Bastion findet man jetzt noch nicht so direkt. Haben sie wieder sehr selten gemacht. Schade, aber ja, finden wir es so hoffentlich schon bald. Es ist auch hier sehr zu. Also, ich kenne Neffer eigentlich immer so ein bisschen offener. Aber es ist immer jetzt wieder, also viel mehr zugemacht worden. Dass viele Wände und Berge und so Sachen im Weg sind. Also das ist sicher keine Bastion, aber was findet man eigentlich hier? Einfach diesen Block hier. Das ist der weinende Obsidian-Block. Und polierte Schwarzstein-Ziegelstufe. Okay. Aber zeig mir mal jetzt eine Bastion. Das muss ich doch in diesem Part noch reinkriegen.
Bis man das findet manchmal. Ja, die bestimmten Sachen sind immer viel zu selten, wenn sie reinkommen. Okay, nochmal so ein. Was sind nicht diese Strukturen hier? Es ist doch keine Bastion. Aber eine Truhe. Ja, dann mehr Goldschwerfer, ja cool. Ist nicht so die Sache. Bin mal gespannt auf das Let's Play von 1.16, wenn es natürlich rauskommt. Ob das dort auch wirklich machbar ist, also dass man so viel erkunden muss im Nepfer. Wir müssen das scheinbar noch ein bisschen anpassen. Ich kenne jetzt nicht die Reaktion von anderen Leuten, die Snapshots anschauen, aber ich bin jetzt eher so, ja, es ist noch zu wenig. Die Biome sind noch zu selten oder einfach zu unabwechselnd. Und ja, ich finde einfach, die meisten Sachen halt nicht so schnell. Deshalb bin ich auch im Nepher, also ja, im Kreativmodus im Nepher jetzt. Sonst würden wir stundenlang Blöcke hinbauen und so. Würden die Sachen niemals finden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, also Schluchten besuchen. Aber hier scheinbar nicht. Schade, kann man nicht irgendwie eine Bastion erstellen. Sollte es auch mal geben, dass man einfach die neuen Sachen auch anschauen kann, dass die überhaupt existieren. Aber scheinbar existiert hier nichts. Wir könnten es mit einer ganz neuen Welt probieren, aber das glaube ich eher nicht. Vielleicht hier irgendwo. Das sieht doch vielversprechend aus, mal ein bisschen öffentlicher. Ja. Auch eine Truhe, aber in diesen Truhen ist halt wieder random shit. Schade, dass man das jetzt nicht so zeigen kann. Ja, wir brauchen das komplett neue Biom wahrscheinlich vom letzten Snapshot. Aber stand ja, dass es in allen Biomen zu finden ist. Aber wo denn? Ich finde nichts. Das sieht doch halt aus irgendwie. Nö. Da hat keine Bastion. Hallo? Muss man denen irgendwas rausquetschen, was sie sind? Sagen wir, hallo? Könntest du mir sagen, wo die nächste Bastion ist? Ja klar, ich bin ja einer der Verbündeten von dir. Ja, ich sage es dir. Du bist ja nicht Raiden, nö. Nö, nö. Aber irgendwie... Ah, hier. Yay, yeah, wir haben einen gefunden. Also scheinbar ganz schwarz, wie ich gedacht habe. Aber, sehr lavaartig. Also, wir brauchen viel Feuer, viel Lava. Da oben ist gar nichts. So ein Schwein ist hier. Ja, hier. Aber was ist das jetzt? Also ich kann nicht so viel erkennen. Einfach eine Bastion, also eine Burg. Festung. Mit nichts. Also ich sehe jetzt gerade nichts. Okay, einfach zum Finden von da. Von diesem Stoßzahn, von diesem Schwein. Eine Statue eines Schweines. Okay. Da hätten wir noch etwas. Vielleicht ist hier im Turm etwas drin. Ja, so gleich im Turm nicht. Aber, ja, hier oben eigentlich auch nichts. Es muss doch irgendwas versteckt sein, oder? Ja, währenddessen tue ich noch ein bisschen vorlesen, Snapshot. Ruined Portals. Shattered remains of ancient Nepher Portals. Want to build them? They can be found in any other world or Nether biome. Overworld and Nether biome. Some are hidden underground under the sea or buried in sand. Also es gibt Portale, die einfach kaputt sind, die ihr natürlich wieder flicken müsst mit Obsidian, oder? Und dann wieder anzünden müsst mit dem Feuerzeug. Und die gibt es eben in der Oberwelt und im Nether, in jedem Nether-Biom. Und sie sind manchmal auch versteckt im Untergrund unter einem See, also unter einem Meer. Oder vergraben im Sand. Dann gibt es mehr Lava-Pools in den Delta-Biomen, Deltari. Und das Pilgrim-Banner-Pattern kann nur be found in Bastions. Also hier müssen irgendwo noch...
Dings sein. Banner. Aber, weiß es nicht. Hier drinnen ist nichts. Hier ist auch nichts. Nochmal andere Steine. Also das ist dieser Basalt, ja. Das ist Basalt. Schwarzstein, Ziegel. Okay, gar kein Basalt. Aber ich finde leider hier nichts. Also ihr dürft mir gerne erzählen, wie ihr es gefunden habt. Aber leider nicht. Und ich möchte jetzt eigentlich die Portale noch finden. Einfach nochmal ein bisschen durchschauen. Vielleicht in der Overworld eher noch ein bisschen durchschauen. Aber so direkt finde ich leider die Portale nicht. Schade. Hätte mir das auch noch vorgestellt zu zeigen, aber vielleicht in einem zweiten. Ah, hier ist schon ein. Nein, das ist. Ist das jetzt ein Portal? Nein, sieht nicht wie ein Portal. Das sind immer die gleichen Strukturen, die wir schon zwei, dreimal gefunden haben in diesem Part. Aber so direkt ein Portal finden wir leider nicht, scheinbar. Na gut. Jetzt gehen wir mal kurz raus. Machen doch kurz mal noch ein Portal. Und schauen mal in der Oberfläche. In der Oberwelt nochmals nach. Ich habe das Gefühl gehabt, es laggt wieder ein bisschen mehr. Im letzten Snapshot war die Performance wieder nicht so gut. Subraumtransport. Ah, okay. Leider auch wieder mit diesem Schattenbug, diese Blöcken, diesen dunklen Blöcken. Ist nur im Snapshot, also nur in den Snapshot-Versionen. Entweder hat da ja Microsoft Probleme gemacht, also Mojang. Oder es liegt irgendwie an einer Einstellung bei mir, aber ich habe nichts geändert. Das ist ganz normal, Vanilla. So, mal kurz reinschauen, ob irgendwas Neues drin ist. Aber immer noch nur alte Sachen. Eisläufer wenigstens. Das ist ja ziemlich selten. Also direkt jetzt ein Portal zu finden, ist wahrscheinlich zu schwer. Also das kann ich leider in diesem Part nicht zeigen. Also ein schönes neues Dorf. Also so neu ist es ja nicht mehr, seit zwei Versionen ungefähr. Aber es ist für mich halt einfach noch nicht so oft sichtbar gewesen. Also, ja, es gibt halt wenige in Savanne. Genau so. Aber finde ich richtig schön. Das ist zum Beispiel ganz anders. Ja, ein bisschen anders. Aber die Dörfer sind viel abwechslungsreicher. Ich finde es wirklich schön. Ja, ich hoffe jetzt einfach, dass es bald rauskommt, 1.16, weil ich habe Lust, ein Let's Play draus zu machen. Also wirklich ein ganz heftiges Let's Play, wo viel passieren könnte. Also ich werde sehr viel darum kümmern, dass es so interessant wie möglich ist. Werdet ihr dann sehen, was es genau ist. Es hat viel mit einer Geschichte zu tun, unser Rollenspiel. Ja, bin mal gespannt, wie es ankommt. Dort könnte ein Portal sein. Das könnte ein Portal sein, dort. Ja, das ist eines. Dann haben wir auch das gefunden. Sehr schön. Ja, dann sind eigentlich... Wirkt das wirklich als Nephoportal? Also als Obsidian? Geht das jetzt an? So geht's nicht an. Also müssen wir das wegmachen. Da fehlt irgendwo ein Block. Jetzt geht's an. Okay, dann wirkt's doch nicht das Portal. Und das führt uns einfach dann wieder ins Neffe, natürlich. Aber ja. Mehr gibt's dann im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, wenn ich irgendwas vergessen habe oder wenn ihr das hinzufügen wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Dann mache ich natürlich nochmal so einen extra Part, wenn es etwas bringt. Ja, sonst halt einfach kleine Sachen, also die Max-Size per Axis auf Strukturblöcke sind nun 32 zu 48 und Editor Jinx, Bean, Monitor, Tick Times. Verstehe nicht, was es ist.
Aber ja, also es gibt noch ein Ruin, also Ruined Portal, Bastion Immanence. Also dann ist nur der Chain Block das einzige neue Item, das ich eigentlich hier drin auch nicht gerade so finde. Könnte überall sein, vielleicht hier. Ja, hier, okay. Einfach Chain. Ja, schmücken wir hier nochmal das Portal ein bisschen. Gut, bis zum nächsten Mal, also bis zum nächsten Snapshot in einer Woche am Donnerstag kommt es vielleicht raus. Also es kommt eigentlich immer wieder am Donnerstag ein Snapshot raus. Und bin mal gespannt, was dann eingefügt wird. Sicher etwas bei den Bastionen eingefügt noch. Ja. Okay. Dann viel Spaß mit Minecraft-Snapshots oder anderen Dingen. Und ja. Einen schönen Tag. Tschüss.